präsentiert von InDesignPodcast.de, Ihr Profi-Cast für Layout und Design. ImagePan ist ein spannendes Overlay, um Bilder zu gestalten. Sehen Sie in diesem Video, wie Sie eine Pan-View erzeugen und wie Sie schließlich das komplette Bild auf Ihrem iPad ansehen können. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie das Overlay ImagePan funktioniert. Ich öffne zuerst ein neues Dokument. Ich habe mir ja mal zwei Templates angelegt, und zwar iPad horizontal. Und wo wir schon dabei sind, machen wir das Ganze auch noch direkt für das Vertikale, so dass wir hier schon mal unsere beiden Dokumente haben. Und hier soll jetzt jeweils unser ImagePan hineinkommen. Um das ImagePan zu erzeugen, rufen wir wieder unseren Overlay Creator auf. Hier sind wir. Jetzt gibt es hier den Punkt ImagePan. Und jetzt müsste ich hier das Verzeichnis angeben. Hier ist es jetzt auch wieder wichtig, dass die entsprechenden Dateien bereits im richtigen Ordner vorliegen. Und deswegen wollen wir zuerst einmal für eine korrekte Ordnerstruktur sorgen. Ich öffne hier Magazin und dann sehen Sie hier mein Cover Stack und meine Seite 1 Stack. Und da machen wir doch direkt einen neuen Stack auf und das nennen wir Seite 2 Pan View Stack. Und hier in diesem Ordner brauchen wir wieder einen neuen Ordner, den Overlay Resources Ordner. Und hier kommt ein Ordner hinein, den nennen wir jetzt der Einfachheit halber mal Bilder. Hier soll gleich unser Bild hinein. Und das Foto, was hier hinein soll, das habe ich bereits ausgesucht. Das Foto befindet sich bei mir einfach im Verzeichnis Dokumente. Und hier ist es, dieses IMG 0602. Ich das jetzt hier aufrufe. Aha, okay, das ist das Foto, welches ich gerne haben will. Jetzt lasse ich mir noch mal ein bisschen Informationen zu dem Foto anzeigen. Und dann sehe ich, oh, 7,4 MB und vor allem eine Bildgröße von 3500 rund mal 2300 Bildpixel. Das ist viel zu viel. Für so ein ImagePan können Sie sich in etwa eine Größenordnung merken. Das Foto sollte nicht größer als 1024x1024 Bildpunkte haben, weil Sie ansonsten Probleme mit dem Viewer bekommen. Der könnte dann abstürzen, weil der Hauptspeicher innerhalb des iPads doch sehr begrenzt ist und man da auch mit den Ressourcen ein bisschen vorsichtig sein muss. Deswegen rufe ich dieses Dokument einfach mal in Photoshop auf. Und ich habe mir überlegt im Vorfeld, dass ich einen quadratischen Ausschnitt von diesem Foto haben will. Deswegen bin ich hier in den Crop-Modus gegangen, ziehe jetzt hier meinen Bereich auf, so in etwa, oh, ein bisschen runter noch, so, na, in etwa. Jetzt habe ich hier erstmal ein Foto, was quadratisch ist. Im Übrigen, das Foto muss nicht quadratisch sein. Ich mache das hier nur als Beispiel, weil das die maximale zur Verfügung stehende Fläche ist. Dann kann ich nun die Bildgröße reduzieren. Ich rechne das runter auf 1024x1024. Okay. Und nun speichere ich das Bild im richtigen Ordner ab. Gehe auf meinen Schreibtisch. Gehe hier in meinen Overlay Resources Bilder Ordner. Und jetzt gebe ich dem noch einen sinnvolleren Namen. Tänzer. Eine so hohe Bildqualität brauche ich hierfür nicht. Das kann ich ruhig ein bisschen runterdrehen. Und ich klicke auf OK und damit habe ich mein Bild abgespeichert und kann es nun im Overlay Creator verwenden. Ich wähle nun hier das Verzeichnis aus. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich für den Overlay Creator Prozess, wie ich finde. Man wählt hier nicht das Bild aus, sondern man wählt das Verzeichnis aus. Klickt auf Auswählen und nun bekommt man hier eine ganze Reihe von Assets und da kann man sich gegebenenfalls das Richtige aussuchen. Jetzt ist unser Bild 1024x1024 Bildpunkte groß, aber so groß soll unser Rahmen später auf dem iPad natürlich nicht sein. Ich hätte hier gern einen kleineren Rahmen, beispielsweise 300x300 Bildpunkten. Und hier oben sehen wir bereits, das ist dieses Quadrat. Und das wäre das erste Bild, was der Benutzer sehen würde, wenn er die Seite aufruft. Die Hand ist jetzt nicht ganz so spannend.
Deswegen können wir jetzt hier noch einen Offset festsetzen. Das habe ich im Vorfeld natürlich schon mal ausbaldowert. Das ist 330, ist ein ganz guter Wert. Und noch diesen Wert von etwa 50. So sieht man, diese Person ist so etwa im goldenen Schnitt nach rechts gesetzt. Man sieht, dass er sich bewegt. Warum sollte er sonst die Arme hochreißen? Gut. Jetzt exportieren wir das Ganze. Gehen hier in unser Verzeichnis und dann ist das als, geben wir dem Ganzen den Namen Image, Pan und es wird gespeichert. Das Ganze hat funktioniert. Wir können unseren Adobe Interactive Overlay Creator verlassen und gehen wieder zurück in unser InDesign Dokument. Nun platzieren wir das soeben erstellte Overlay. Einfach hier hinein. Und auch hier haben wir jetzt wieder das Problem. Ich setze das noch auf die richtige Ebene. Dann ist es auf der Ebene, auf der ich es gerne haben möchte. Auch hier haben wir jetzt wieder das Problem, dass jetzt hier das blöde Flash-Logo erscheinen würde. Wir wählen Medien und dann können wir sagen aus aktuellem Bild. Und dann sehen Sie, haben wir auch unser Vorschaubild, so wie wir das im Overlay Creator erstellt haben. Das Element können wir jetzt hier nehmen, kopieren, gehen hier hinein, einfügen. Positionieren das noch einigermaßen mittig. Nun können wir beide InDesign-Dateien speichern. Und zwar hier auf unseren Schreibtisch, in Magazine. Und jetzt muss das Ganze noch einen sinnvollen Namen bekommen. Ich verwende immer den gleichen Namen wie das Verzeichnis. Wichtig ist, dass Sie noch das H für horizontal anfügen. Dann können wir das Dokument auch schon schließen. Und das Spielchen nochmal machen. Diesmal kommt das V für vertikal dran. Damit schließen wir wieder unser Dokument. Wir schauen uns das Ganze auf der Verzeichnisebene einmal an. Und so sieht das Ganze nun aus. Wenn ich das jetzt exportieren würde, würde ich eine Fehlermeldung bekommen. Warum? Weil mir hier so ein Preview-PNG fehlt. Das werde ich hier hineinkopieren. Und nun sollte dem Bundler nichts mehr im Wege stehen und der Bundler sollte eigentlich funktionieren. Rufen wir das Ganze auf. Wir sagen New. Wählen hier unser Verzeichnis aus. Jetzt dauert das ein paar Sekündchen. Jetzt haben wir hier unsere drei Stacks drin. Und jetzt wollen wir das Issue doch mal generieren. Klicken auf Export Issue. Single File. Wir sagen, wo es hin soll. Magazin mit PenView nenne ich es hier einmal. Ich klicke auf Sichern. So, der Export hat nun funktioniert. Ich klicke auf OK und dann übertrage ich dieses Dokument doch mal auf mein iPad und dann zeige ich Ihnen, wie das dort ausschaut. So, nachdem wir nun die Dateien auf das iPad übertragen haben, wollen wir uns das Ganze doch mal anschauen, hier im Adobe Viewer. Der Adobe Viewer startet. Wir gehen erstmal aus diesem Dokument hier raus. Updating Library. Hier haben wir unser Magazine mit PenView is now available. Klicken auf OK. Klicken auf Download. Das Ganze wird entpackt. Wir wollen uns das Ganze natürlich anschauen. Und wir gehen hier auf die dritte Seite. Nun haben wir hier unseren Ausschnitt, so wie wir ihn festgelegt haben. Jetzt kann ich hier auf das Bild klicken. Ja. Und kann das Bild entsprechend innerhalb meines Ausschnitts bewegen. Sie sehen, dass auch rechts und unten auch kleine so Scrollbars erscheinen, die dann aber wieder verschwinden, wenn ich den Finger wegnehme. Was manchmal ein bisschen problematisch ist, ist, wenn man hier draufklickt. Na, jetzt funktioniert es natürlich. Jedenfalls, wenn man nicht genau präzise klickt, dass man dann die Seite bewegt und kein Pan-View durchführt. Das ist leider manchmal so. Also ich kann es ja mal probieren. Sie sehen, ich habe direkt auf das Foto geklickt. Trotzdem hat er erstmal kein Pan-View gemacht. Das ist leider ein kleiner Nachteil an dieser Funktion. Und da muss man dann einfach ein bisschen Geduld haben. Des Weiteren sehen Sie hier ganz schön, wenn ich hier das Ganze so bewege, dass das schön nachläuft, was ja sehr, sehr typisch für das iPad ist. Dass es so funktioniert, wird Sie nicht weiter verwundern. Worauf ich nur kurz hinweisen möchte, ist, dass wenn man die Ausrichtung ändert, das Bild
erstmal seine letzte Position behält. Der Viewer merkt sich also, in welcher Ansicht von vertikal nach horizontal umgeschaltet worden ist. Sie haben gesehen, ImagePen einzubauen ist keine große Sache, ist für große Bilder oder insbesondere natürlich für Dinge wie Karten eine super Sache, mit der man ganz tolle Sachen machen kann.